Ja, eigentlich will ich jetzt das nächste Stück ansagen, aber vielleicht die Frage an die Technik. Also ich höre so ein dunkles, so ein Brummen hier auf der Bühne. Hörst du auch, ne? Also es kommt mir bekannt vor, so, aber es dröhnt die ganze Zeit. Hast du da irgendwas, weißt du? Hörst du auch, ne? Also, ach, guck mal. Ha, ich weiß schon, er spielt schon. Ja. Der Markus versucht wohl gerade schon das nächste Stück musikalisch vorzustellen. Es sind die Basstöne des berühmten Pachelbel-Kanons. Und ihnen ereilt aber jetzt das Schicksal vieler Bassisten. Da müssen sie in den Konzerten mal drauf achten. Wenn Bass-Solo ist, fangen alle Leute an zu reden. Also, keiner weiß, woran das liegt. Also, es sind vielleicht die Schwingungen, die irgendwas mit dem Kehlkopf machen. Der wird dann so ganz locker. Oder es ist was Genetisches, was weiß ich. Aber ich merke das jetzt auch schon. Also, es geht ganz einfach los. Ich versuche jetzt schon, mich zu zügeln. Aber es kommen irgendwelche planlosen, sinnlosen Sachen aus meinem Mund. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt... Das ist kein Problem. Ich merke das doch gar nicht mehr. Ist alles in Ordnung. Es hat ja auch viel Gutes, dieses Bassreden, Bass-Solo-Reden. Das wird jetzt in der Paartherapie auch ganz exzessiv verwendet. Wenn jetzt Ehepaare sich schon viele Jahre kaum noch was zu sagen hatten, dann kommt der Markus vorbei und es läuft wieder. Ja, der Markus hat uns was voraus. Er hat mich jetzt ein finanziell sicheres Standbein. Er hat sich jetzt selbstständig gemacht als Basstherapeut und hat das therapeutische Bassspiel patentiert. Es gibt Lehrwerke, DVDs, Wochenendseminare, das ganze Programm. Also wer da noch Interesse hat, es gibt noch freie Termine. Und es scheint ganz gut zu laufen, wie ich es. Also, ne? Zweitbass hat er jetzt, ne? Zweitauto, was war's? Ferrari-Kombi, ganz selten, ne? Für den. Und ja, aber ich merke schon, ich schweife wieder ab. Also, wir spielen nun unsere Version des Pachelbel-Kanons. Ja, mal schauen, wo es hingeht. Thank you.
schön.